Wir sind zurück an diesem Freitagabend, 19 Uhr. Ihr kennt die King of Cologne-Zeit mit dem Jam & Jelly internen Duell. Die Nordlichter gegeneinander, Fabian und Arthur ist Arthur, spielen gegeneinander. Spiel 1 der Serie 2 gibt es heute Abend für euch. Und ihr könnt euch ja gut, ihr seid zusammen angereist. Der Trash-Talk liegt schon in der Luft, es weihnachtet sehr. Aber wer nimmt den W und das größte Geschenk mit nach Hause? Warum bist du es? Also ich schenke euch morgen erstmal den W von mir, einfach weil ich gewinnen werde, ja. Das vorweihnachtliche Geschenk heute am 23. schon vorher vielleicht. Wie sieht es bei dir aus? Was ist dein Gameplan? Du kennst Arthur. Was sind vielleicht deine Vorteile jetzt? Und mein Vorteil ist, dass ich schnell bin. Ich würde sagen, meine Shiftin ist. Und ich habe ja übermorgen Geburtstag, deswegen versuche ich nicht mit einem Win in Geburtstag reinzugehen. Okay, ein Weihnachtsgeburtstagskind und natürlich müssen wir gucken, wer den ersten Ballbesitz hat. Der Jüngere von euch ist Fabian, glaube ich. Bist du jünger? Dann darfst du entscheiden, ob Kopf oder Zahl? Zahl. Zahl. Wir schauen mal. Es ist die Zahl, das heißt, du darfst entscheiden, entweder Ballbesitz oder auf welchen Korb du in Spiel 1 und 3 spielst. Was pickst du? Korb auf die Seite. Korb auf da hinten, das heißt, du beginnst mit dem Ball, Spiel 1 auf diesen Korb. Arthur freut sich schon mächtig, ich auch. Wir sind gespannt. Let's go, Spiel 1, Serie 2. Zu Hause habt Spaß, ich hab Spaß, die Jungs haben Spaß. Und was war das Erste, was du gesagt hast, als du gerade hier hingekommen bist? W. Nee, davor? Herzlichen Weihnachten. Auch das, ja, morgen erst, was noch? Hallo? Ja, das war vorhin? Egal, er hat gesagt, that's a big ass cord, ja. Die waren beide am Pumpen und am Atmen. Du hast jetzt dein T-Shirt ausgezogen nach dem Spiel. Ist ja auch warm geworden? Ja, ich bin ein bisschen hängen geblieben am T-Shirt. Ah, okay. Hat das dafür gesorgt, dass du verloren hast oder hatte noch andere Sachen damit zu tun? Da hat noch was anderes gefehlt. Hat noch was hat gefehlt? Ich habe meine Jumper nicht getroffen. Das war mies. Okay.
Play of the Game blenden wir jetzt nochmal ein. Arthur kam mit einem Bankshot. Ich weiß nicht, ob er es angesagt hat. Bis hier hinten habe ich das nicht gehört. Und dann kamst du mit einem Bankshot. Ich habe auch keine Ansage gehört. Was habt ihr Jam und Jelly, Jungs? Ich dachte, das wäre Jam und Jelly und nicht Bankshot. Wo kommen die Bankshots her? Mikrofon, nee, erstens, ich habe Bank gecallt. Ah, Bank gecallt, okay. Ich wollte so ein bisschen so, ich wollte einfach so abgeben, weil ich wollte Defense spielen. Deswegen, ja. Ich wollte da gar nicht reinmachen, aber der ist. Es hat mir viel Spaß gemacht zuzugucken und man muss sagen, du hattest einen Spin-Move und dann so ein bisschen Elijah One Post-Game-Moves, das hat auch gefallen. Wo kommen die Post-Game-Moves jetzt her? Natural Basketball Academy. Aha, okay, ja. Shoutouts an die Jungs auf jeden Fall. Übermorgen gibt's dann Spiel 2 am Sonntagabend zwischendurch. Wie ist der Gameplan bei dir für Spiel 2, damit du noch ein Spiel 3 erzwingen kannst und nicht dann an Weihnachten nach Hause gehen musst nach 2 Spielen? Oh, schneller werden. Schneller werden? Schneller werden. Okay, ist dann noch genug Juice da? Ja, auf jeden Fall. Was ist der Gameplan hier? Du hast gerade gesagt, it's a wrap, das heißt 2-0 oder wie ist der Gameplan? Ich habe keinen Gameplan. Ich spiele einfach und ich glaube, ich bin stärker als er, deswegen gehe ich in Post gegen ihn. Es geht in den Post. Ich bin gespannt auf das nächste Spiel. Das bekommt ihr zu sehen am Sonntagabend um 19 Uhr. Pünktlich zum Weihnachtsfest am 25. Freut euch drauf. Es gibt Bescherung übermorgen. Für wen werden wir sehen? Merry Christmas erst morgen. Okay, wir sehen uns übermorgen.